Wenn Sie nach einem Stich eine Schwellung von 1 bis 2 cm beobachten mit einer umgebenden Rötung und leichten Schmerz, ist das kein Problem, das ist eine normale Stichreaktion. Sollten Sie eine Schwellung über 10 cm haben, die auch länger bestehen bleibt, also über mehrere Tage, dann sollten Sie zu einer Ärztin oder Arzt gehen, um sich das Ganze ansehen zu lassen. Sollten Sie unmittelbar nach dem Stich sofort Atemprobleme, Kreislaufbeschwerden haben und auch generalisierte Hautsymptome wie ein Nesselausschlag, dann muss eine Abklärung unbedingt erfolgen und dann sollten Sie zu einem allergologisch tätigen Arzt oder einer Ärztin gehen. Es ist oft gar nicht so leicht, den richtigen Arzt oder die Ärztin zu finden, die sich jetzt mit Allergien auskennen, weil wir in Österreich noch keine Spezialisierung haben oder keinen Hinweis darauf, wer jetzt allergologisch tätig ist oder nicht. Im Allgemeinen sind es meistens Hautärzte oder Hautärztinnen, HNO-Ärzte oder HNO-Ärztinnen oder auch Kinderärzte. Die beschäftigen sich sehr oft mit Allergien und dorthin können sie sich wenden, wenn sie ein Problem nach einem Insektenstich gehabt haben. Die Diagnose Insektengiftallergie wird zuallererst einmal mit einem Gespräch erhoben. Es wird gefragt, welche Symptome Sie erlitten haben, wie es Ihnen gegangen ist, wo Sie gestochen worden sind. Und ganz wichtig ist eben die Unterscheidung, haben Sie sofort innerhalb von Minuten generelle Symptome gehabt, also Hautsymptome, Kreislauf- oder Atemsymptome, oder ist es bei einer Schwellung geblieben? Bei einer Schwellung muss nicht abgeklärt werden. Sollten Sie eben Symptome gehabt haben, die über die Stichstelle hinausgehen, dann sollte nach einer Allergie gefahndet werden und dann sollten Sie eine Allergieabklärung machen.